Also mein Name ist Iris Bockermann, ich bin Lehrende an der Universität Bremen im Fachbereich Mathematik-Informatik, bin betraut insbesondere mit dem Lehramtsstudium, also da leite ich alle Schulformen, alle Schulfächer durch, sie heranzuführen an digitale Technologien, diese entsprechend in der Bildung einzusetzen, dafür zu entwickeln, zu erproben, zu evaluieren. Sehr schön. Wie bist du da hingekommen zu diesem beruflichen Schwerpunkt? Ja, das war wie so vieles im Leben ein Zufall. Es ist in den 90er Jahren ist die Expo nach Deutschland gekommen und ich erhielt das Angebot und einen Werkvertrag, Computer Mediated Communication zu erarbeiten, also den Forschungsstand zu dem, wie Frauen im Internet kommunizieren. Weil man damals nicht nur den Verdacht hatte, sondern schon wusste, irgendwie kommunizieren sie anders. So, und das war für 2 Monate, wurde ich da eben bezahlt und das war mein Eintritt. Ich hatte vorher nichts mit IT zu tun, mich in diesem Feld erstmalig zu profilieren. Und dann stieß die Lehramtsausbildung hier an der Uni auf mich. Also damals gab es noch sowas wie Technikbildung und auch IT war noch etwas, wie soll ich mal sagen, war noch unterprivilegiert. Und damals kam es bei der Technikbildung darauf an, dass man wusste, wie ein Staubsauger aufgebaut ist oder verstand, wie die Waschmaschine funktionierte. Und man hoffte sich durch einen Lehrauftrag, den ich damals bekam, Technologieentwicklung und Gender in Lehre eben entsprechend repräsentiert zu sehen, sag ich mal. Und das war mein Eintritt praktisch richtig in die IT. Dann bekam ich einen ganz langweiligen Job angeboten, nämlich Plattformen, also nicht jetzt sowas, was wir hier haben, eine Videoplattform, sondern Plattformen für den Bildungskontext, wo so Dateien hoch und runter geladen, vielleicht ein Forum, ein Wiki etc. entsprechend darauf zu prüfen, ob sie für einen bestimmten Bildungskontext geeignet sind. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Jahre diesen eher langweiligen Job, also weil es etwas Dröges ist, was sich mit Funktionalitäten von Plattformen befasst, habe dort aber in der weltbesten Arbeitsgruppe gearbeitet. Der Kopf damals, leider ist sie verstorben, war Heidi Schellhove und wir waren 20 Frauen und Männer interdisziplinär. Und haben geforscht, gelehrt und so weiter. Also so, dass es gar nicht so schlimm war, was ganz Langweiliges zu machen, sondern ich bin hier, ich habe gelebt und hatte das Gefühl, boah, wir können die Welt bewegen. Du bist am Puls der Zeit, verstehe. Ja, genau. Also das war, das muss man ja immer beachten bei dem, was macht eigentlich Arbeit aus. Manchmal ist es der Inhalt, an dem man dran ist. Manchmal ist es nur die Arbeitsgruppe oder die Flure, die dann eben belebt sind. Ja, und es gab eine Sorge in der Arbeitsgruppe immer zu gucken, dass alle gut unterkommen, alle gut bezahlt sind und so weiter. Also das war für mich dann der Eintritt, auch da dran zu bleiben. Du bist von Haus aus Soziologin. Ja, genau. Und hast du im Vorfeld schon promoviert oder dann während dieses Prozesses, dass du dann in diese digitale Welt dann eingestiegen bist? Ja, also die Wissenschaft ist ja ein sehr prekäres Geschäft, also zumindest normalerweise an den Universitäten. Wir sind alle immer auf Zeit und immer angezählt eben eingestellt. Das heißt, wir haben heute aktuell 6 Jahre vor der Promotion Zeit und dürfen an einer Uni beschäftigt sein und dann nochmal 6 Jahre danach, um sich zu qualifizieren für einen Prof. Ich war natürlich dann irgendwann im Laufe der Zeit doller angezählt, sodass die Uni mir gesagt hat, ich habe jetzt noch 3 Jahre Zeit zu promovieren oder sonst ist für immer und ewig das Thema Wissenschaft eben ausgeschlossen. Und
zur damaligen Zeit war ich nicht mehr in dieser Arbeitsgruppe, sondern war Geschäftsführung in einem IT-Bereich und habe, das war die Bildverarbeitung, ich habe nur mit Männern gearbeitet und habe da viele sehr junge Menschen betreut in ihrer Promotion, wo ich gedacht habe, Promotion, das kann ich auch. Also mit diesem Größenwahn, den man dann in sich im Herzen trägt, es war natürlich auch benötigt. Und dann bin ich gewechselt aus der Geschäftsführung wieder raus und habe gesagt, ich promoviere jetzt, ich will in diesem Bereich bleiben und habe das dann angegangen und nicht den ganz großen Wurf, das war mit Kindern und Stelle und so weiter nicht drin. Also das war eben, dass ich angetreten bin, das Sonnensystem in der Promotion neu zu erfinden, sondern es war immer klar, ich promoviere 3 Jahre, 2 Monate, 8 Tage habe ich letztlich gebraucht, was ich in der IT sehr, sehr schätze. Also, dass da immer Sorge und darauf geachtet wurde, dass es ein Qualifizierungsziel ist und nicht eine Selbstverwirklichung für irgendwas. Das ist in den Geisteswissenschaften etwas anders. Da arbeitet man zumeist die gesamte Bildungsgeschichte nochmal seit Aristoteles auf. Und dann war ich promoviert und habe mir damit dann auch erarbeitet, dass ich nicht hier raus musste aus diesem Kontext und ja, in der Philosophie. Aha. Und also du bist quasi zu diesem MINT gekommen, ja, quasi nicht unbedingt durch diesen Werkvertrag und dann Lehrauftrag und dann durch diesen ersten langweiligen Job, aber der eben, da ja die Informatik ein sehr anwendungsbezogenes Feld ist, war es dann eben möglich, du kannst jede Form von politischer, philosophischer Frage kannst du immer kombinieren mit der Informatik und das wieder in die Welt tragen. Das finde ich das Schöne an diesem Gegenstandsbereich, mit dem man da zu tun hat. Ja, ja und was ich sehe, ist, dass du Learning by Doing. Ne? Ja. Du lernst es, also du hast nicht irgendeine Ausbildung gemacht, um dann einen Job anzutreten, sondern du hast einen Job bekommen und dann hast du es halt gelernt. Und jetzt haben wir schon ein bisschen davon gehört, was dich daran fasziniert hat, diesen Weg einzuschlagen. War das eher die Universität, die dich dann vorangetrieben hat, dass du diese Art der Arbeit magst oder wirklich der Inhalt dann auch da, dass du in der IT geblieben bist und in diesem ganzen MINT-Feld? Das klingt so ideell geprägt. Also von Hause aus komme ich aus ganz kleinen Verhältnissen. Und das Wichtigste war für mich, dass ich bezahlt werde für das, was ich tue. Die Wissenschaft bezahlt gut und man hat höhere Freiheitsgrade. Also du sagtest ja gerade etwas von Learning by Doing. Ja, so war das. Also es gehört auch etwas dazu, wie Disziplin und Ehrgeiz muss da mit reinkommen. Und dann, so habe ich es verfolgt. Und macht dir das denn Spaß? Also, weil es gibt ja viele, wir wissen ja, dass die Frauen sich sehr schwer tun in diesen ganzen MINT-Bereichen, auch am liebsten eigentlich gar nicht da groß einsteigen, erst recht so in unserem Alter. Macht dir das Spaß, wirklich mit diesen neuen Entwicklungen da Schritt zu halten? Also, ich habe jetzt gesehen, auf deiner Webseite, die du da in dem Institut hast, dass du dich mit Fab Labs zum Beispiel jetzt intensiv beschäftigst. Also Makerspaces sind auch ein Fable von mir, sehr hilfreich finde. Macht dir das Spaß, damit zu arbeiten oder machst du es einfach, weil... Weil es bezahlt ist? Nein. Es macht großen Spaß. Also ich bin nicht so eine Technik-Frecklerin. Ja? Also das ist so ein FabLab, Fabrication Laboratory, ist ja, da hat man große Maschinen stehen. Ich finde den Lasercutter toll, Plotter, 3D-Drucker etc. Im Physical Computing-Bereich, da weiß ich, da gibt es Frauen um mich drumherum, die das schon zum Frühstück fangen, die da an zu löten und so weiter. Das bin ich nicht, aber sich so weit in eine Software hereinzuarbeiten, dass ich damit etwas produzieren kann, finde ich super und etwas in die Welt setzen, doch, das macht großen Spaß. Ja. Mhm.
Und wo denkst du, was so als nächstes so in deinem Bereich jetzt für dich von Interesse sein wird? Ist das jetzt zum Beispiel die KI, die jetzt ja überall aufpoppt? Oder was siehst du so an? Ja, die KI wird natürlich sowohl hier im Hochschulbereich spielt eine gewisse Rolle. Da geht auch zurzeit zumindest deutschlandweit geht alle Förderung rein, ja, weil die in der großen globalen Liga eben mitspielen wollen. Und auch der schulische Bereich ist ein wenig am Flimmern, weil sie Sorge haben, sie können es nicht erkennen, wenn GPT da entsprechend tätig wird. Ja, das wird sicherlich ein Nebengleis sein, da immer wieder das Öhrchen mit drauf zu haben, was da passiert. Wir werden sicherlich wir nennen es HCI, Human Computer Interaction, also in diesem Bereich wird sehr viel passieren, also dass ich mich in der Welt bewege und es erkannt wird, was sind meine Interessen, wie bin ich gekleidet, etc. Also dass ich da eben entsprechend personalisierte Empfehlungen etc. kriege. Also ob Deutschland in der Liga der KI so richtig mitspielen kann, das kann ich noch nicht prognostizieren. Da sind wir zurzeit noch in so einem Feld der nachholenden Entwicklung, weil ich das Gefühl habe, hier vom asiatischen Raum, die da teils 10 Jahre, 15 Jahre schon im Voraus sind, was diese Geschichten angeht. Also vorauszuschauen in der Informatik, was setzt sich die kommenden Jahre als technologischer Schwerpunkt eben durch, ist ganz, ganz schwierig. Da gucken wir auf 3 Jahre und wo ich sagen würde, weiter ist die Sicht nicht, weil das natürlich ein Zusammenspiel ist, aus dem technologisch und es gibt aber auch etwas gesellschaftlich-kulturell Getriebenes, wie es angenommen und dann auch verwendet eingesetzt wird. Ja, da mag ich mich nicht aufschwingen und sagen, ich weiß, wie es wird und wo es hingeht. Und was würdest du denn gerne noch lernen? Oder Na, das ist, also das, was ich beruflich mache, hat die ganze Zeit mit dem sich in neue Sachen einarbeiten zu tun. Da ist nicht, so wie man das sonst von abgegrenzten Feldern sagt, dass ich im hohen Alter jetzt noch Chinesisch lernen will oder eine bestimmte Programmiersprache. So ist das nicht, sondern im Lauf der Abschlussarbeiten zum Beispiel hier von Studierenden, das fängt schon beim Bachelor an. Da muss ich mich auch immer wieder in diese unterschiedlichsten Anwendungsfelder der IT eben einarbeiten. Das ist sicherlich nicht immer das vertiefte Wissen, was ich dann habe. Aber ich würde sagen, also die Beweglichkeit ist auf jeden Fall da. Oder was ich viel auch mache, ist, wir nennen das den Drittmittelbereich, dass ich den Markt sondiere. Wo gibt es Förderung oder wo gibt es Unternehmen, die am Puls der Zeit sind oder die zum Startup zählen und die man in so ein Konsortium reinnehmen könnte, für eine Forschungsförderung. Also insofern ist das breit, was ich mache, und aber eben eher um Geld zu finden, um dann wieder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder mit Unternehmen eben eng zusammenzuarbeiten und neue Entwicklungen eben entsprechend zu befördern. Mhm. Wir versuchen ja hier mit diesem MOOC auch Frauen Mut zu machen, die jetzt in diesen beruflichen Umbruchssituationen stecken. Auch jetzt zum Beispiel, jetzt gerade durch KI ist das jetzt ja wieder ganz oben auf der Agenda, dass sich die Berufe verändern werden, dass sich viele Berufe wahrscheinlich auch stark verändern werden oder sogar wegfallen. Und im MINT-Sektor wissen wir, dass da viel geschehen muss in Deutschland. Du hast jetzt auch eben gesagt, wir haben viel Nachholbedarf. Also mindestens die nächsten 10 Jahre haben wir genug zu tun hier. Welche Möglichkeiten siehst du da für Frauen, die schon ein bisschen fortgeschrittener im Alter sind, da dann noch einzusteigen, so irgendeine Karriere in Anführungsstrichen noch anzustreben? Hast du da
Ideen? Ja, ja, ja. Also ja, ich würde es nicht Karriere nennen oder zumindest ist mir dieses Wort fremd. Aber wenn wir es etwas flacher sozusagen formulieren würden, ein Einstieg, dann würde ich, glaube ich, weniger darauf setzen, in der IT, ja, nehmen wir sowas wie eine Programmiersprache, weil das so einfach zu verstehen ist, sich da unbedingt einzuarbeiten, sondern zunächst mal für sich zu bilanzieren, was kann ich gut und was mache ich gerne. So, und das kann was sehr Gegenständliches sein, es kann was sehr Geisteswissenschaftliches oder ja, aus einem Alltagskontext sein. Wenn man das für sich klar hat und bilanziert hat und das versucht dann mal mit der IT entsprechend in die Suchmasken einzugeben. Weil ich hatte ja schon gesagt, die Informatik ist nichts ohne die Gesellschaft, ohne den Kontext. So, das wäre ein Weg. Also dann damit wird nämlich sichtbar, wie tief auch die Informatik schon in der Gesellschaft eingeschrieben ist. Und das könnte ein Eintrittstor sein, um sich in diese Richtung vom Empowerment oder wie man das nennt, also hereinzubewegen, gedanklich zumindest zu sagen, ich kann da etwas ich habe ein bestimmtes Verständnis und hole mir dann noch Fertigkeiten hinzu, die mit der IT eben zu tun haben. Also ja, das wäre für mich so der erste Ankerpunkt. Also gerade wenn es Selbstbewusstsein nicht ganz oben ist oder eine bestimmte eine Fertigkeit noch nicht da ist. Das ist erstmal nicht so entscheidend, sondern ich würde immer von der anderen Seite, also oder ich würde anraten, dann von der anderen Seite zu kommen, erstmal mit dem anzufangen, was kann ich gut und was mache ich gerne. Muss ja nicht jeder KI selber weiterentwickeln, sondern aber anwenden wäre der erste Schritt. Ja. Was würdest du denn empfehlen, wenn man einsteigen wollte und man würde ein gewisses Zeitbudget investieren wollen? Wo würdest du da ansetzen? Was würdest du Leuten empfehlen, Frauen empfehlen? Bestimmtes Zeitbudget. Also das heißt, ich brauche zunächst eine Verständigung darüber, über wen wir da reden. Also das sind Frauen, die irgendwann mal ein Studium hinter sich gebracht haben, länger raus waren und jetzt sich praktisch beruflich neu aufstellen wollen. Genau, größtenteils, ja. Ja, ja. Also was in Deutschland gerade vielfach passiert, ist, dass die Universitäten Kurzzeitstudien oder in dieser Richtung anbieten, von einem bis anderthalb Jahre. Ich weiß nicht, ob das... Micro-Credentials, oder meinst du das? Bitte nochmal? Micro-Credentials, meinst du das, dass man so... über diese kleinen Zertifikatsmodule sich weiter fortbilden kann? Nee, es sind nicht kleine Fortbildungsmodule, sondern es ist praktisch wie eine entweder Schwerpunktsetzung. In der IT zum Beispiel haben wir das. Ein bis anderthalb Jahre wird dann nochmal ein Studium draufgesetzt. Du kriegst nochmal einen aktualisierten Abschluss. Aha. Und kannst von dort aus mit viel Praktika, die dazwischen gesetzt werden, dass man eben Kontakt hat schon mit Unternehmen und mit verschiedenen Themenbereichen, um da zu schauen, welcher Aufgabenzuschnitt liegt mir eigentlich, macht mir Spaß, kann ich mich einbringen und ist auch unternehmenswert, sag ich mal. Also dass da eben entsprechend investiert wird. Das wird zum Teil gemacht. Und was geteilt ist, zum einen in Fachinhalte, die da vermittelt werden, und das zweite ist zu befördern, diesen Umbau der Arbeitswelt entsprechend mitzubekommen und da entsprechend reinzuwachsen. Weil ja zumeist fehlt ja diese Berührung damit, schon so Arbeitsprozesse eben entsprechend auch da reinschauen zu können und das für sich eben zu erproben. Und nicht nur trocken zu erproben im Sinne von, ich werde jetzt gebildet oder ich studiere das jetzt,
sondern wie gesagt, der Unternehmenskontakt ist dann relativ hoch und darüber kann ich eingucken. Also das kann man empfehlen, wenn man eben sagt, ich habe jetzt, ich bin bereit, 1,5 Jahre noch mal reinzustecken, das zu machen. Das habt ihr in Bremen. Ist das ein Präsenzstudium oder kann man das auch aus der Ferne? Es ist Präsenz, es ist nicht nur in Bremen. Also ich kenne es auch aus Hamburg, ich kenne es aus Berlin, da in der IT. Wir haben ja einen großen Mangel, klingt jetzt komisch, aber es werden mehr Arbeitskräfte draußen gebraucht, wie das, was wir hier gerade ausbilden. So, insofern werden die Frauen ja immer gerne als erste und letzte Ressource dann doch neu entdeckt und man ist dann engagiert und sagt, wie kriegen wir sie in diesen Bereich? Und da finde ich zumindest gut, dass es zurechtgeschnittene Module dafür gibt, die nicht sagen, du kannst noch mal ganz von vorne anfangen und setzt doch noch mal ein ganzes Studium da drauf, sondern dass es wirklich ein begrenzter Zeitraum ist, wo das eben on top drauf gesetzt wird. Da könntest du mir ja vielleicht im Anschluss ein paar Links schicken, dann könnte ich die hier so als Annotation dazu packen. Ja. Letzter Punkt, was empfiehlst du Frauen 45 plus oder auch Jüngeren, um an der Zukunft teilzuhaben? Würdest du so einen Aufbaustudiengang empfehlen? Oder also was ich so beobachte, ist, dass sich viele schwer tun, wirklich offen zu bleiben für diese ganzen Entwicklungen. Also eher so wirklich mit sehr viel Angst auch, ist ja auch im öffentlichen Diskurs sehr viel Angst vor der künstlichen Intelligenz. Es ist eher die Skepsis, sind eher die Herausforderungen, die im Vordergrund stehen. Weniger die Chancen und die Möglichkeiten werden weniger so herausgestellt. Wie siehst du das? Also was siehst du als den wichtigsten Punkt für Menschen, sagen wir mal Frauen im weitesten Sinne, dass sie halt diese Offenheit leben können? Ich teile dieses mit dem, wie soll ich mal sagen, strukturellen, dass da eine bestimmte Haltung eben konserviert vor sich hergetragen wird. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen mit der Lehre berichten. Also ich habe es ja mit Lehramtsstudierenden ganz viel zu tun, die etwas Ähnliches in sich tragen, die einen bestimmten Begriff von die gute Bildung haben und das gute Buch und Bäume umarmen wäre so wichtig und die Handschrift und was alles verloren geht und völlig aus dem Blick lassen. Erstens mal, wie sie selber mit Medien umgehen, also dass das wirklich ein Teil ihres Lebens ist. Sie möchten es aber eben nicht im Berufskontext. So, und da sehe ich meine Aufgabe, sie nicht eben missionarisch heranzuführen und zu sagen, so, wenn ihr durch meine Lehrveranstaltung durchgelaufen seid, müsst ihr das gut finden und müsst ihr das bitte auch einsetzen, sondern ich versuche sie so nah an die Technologie heranzuführen, dass sie selber entscheiden können, ist das jetzt, also ohne dass da eine ideologische Geschichte, was ihre Haltung eben ist. Ich finde ja, also bevor man sich lange mit den Leuten auseinandersetzt, darüber sind Medien gut, sind Medien nicht gut. Wir haben erlebt jetzt in der Pandemie, die digitalen Medien haben uns den Popo gerettet, dass wir überhaupt noch arbeiten und miteinander kommunizieren und auch alle unsere sozialen Kontakte eben vielfach darüber geliebt haben. Zum Teil haben die Leute am Küchentisch gesessen und hatten haben gekachelt praktisch dann miteinander gegessen. Also zum einen würde ich in diese Richtung ein bisschen gehen und sie auch direkt mit den Medien arbeiten lassen. Also wo man gar nicht so viel aufkommen lässt, Haltungsfragen zu diskutieren, sondern zunächst mal, wir hatten das eben mit den FabLabs oder den Makerspaces, dass sie etwas produzieren, modifizieren, modellieren, ganz gleich. Wo eben nicht die Frage ist, wofür brauche ich das oder so, sondern dass sie sich Kenntnisse über diese kleinen Projekte erarbeiten und die Fragen der ganzen Vorbehalte mal erstmal beiseite schiebt. Ja, das ist
etwas, weil das habe ich das Gefühl, da kommt man nicht weiter. Also du kommst nicht an den, wir machen ja keine Psychotherapie oder keine, wir wollen jetzt mal ganz früh in die Kindheit gehen, um da zu gucken, warum da so wenig aufgeschlossen. Ja, das ist ja da gar nicht die Frage. Ich würde sie ans Arbeiten bringen und alles andere erstmal beiseite schieben und habe bisher so das Gefühl gehabt, egal, ob ich in früheren Zeiten mit denen dann HTML gemacht hatte und sie hatten dann ihre laufende Webseite, was ja eigentlich nur eine Auszeichnungssprache ist, aber sie waren so stolz wie Bolle, dass da eine Website lief und das hat alles beiseite gewischt, ob das ein Feld ist, was für sie gut und wichtig ist, sondern sie haben was geschafft. So, das wäre so ein so Schnipsel dessen, wie ich das zumindest auf der persönlichen Ebene angehe. Das, was du beschrieben hast, gilt natürlich nach wie vor. Ja, ja, es ist ja auch dann Ausdruck der eigenen Kreativität, was man dann sieht, ne? Als ja. Ergebnis ja. dann des eigenen Handels. Okay, das waren meine 10 Fragen. Vielen Dank, Iris, für deine Zeit.